Pakete ist ein Päckchen gekommen. Und zwar. Das werde ich euch nicht vorenthalten. Ich habe mich entschieden, hier nochmal neue Züge dran zu machen. Das sind lauter Kupplungs- und Schaltzüge hier. Die haben auf der einen Seite diese Birne dran, Birnennippel, und auf der anderen Seite den, ja, wie sieht der aus, wie eine kleine Tonne so. Habe ich mal 10 Stück geholt und habe mir silbergrauen Bautenzug Außenhülle gekauft. Das ist eigentlich für eine Simson hier. Aber völlig wurscht. Guck mal, das sieht genauso aus, wenn man sich da den Ölschmier wegdenkt, genauso aus wie das. Also ich werde die ganzen Umlenkbögen hier und so weiter, die werde ich noch ein bisschen aufarbeiten, den und den hier. Und ja, dann kommen da neue Züge rein. Ihr könnt ja im Prinzip jeden Zug, auch wenn er vorne und hinten einen Lötnippel dran hat, könnt ihr den trotzdem selber machen. Ja, also ihr macht einfach den vergleichbaren Nippel dann in geschraubt drauf. Das geht ja genauso gut. Ist zwar nicht 101%ig original, aber mein Gott, wichtig ist, dass es funktioniert und gut aussieht. Deswegen, also hier der ganze Kram hat, oh, ich will jetzt nicht lügen, da habe ich noch ein paar größere Nippel für die Bremse vorne. Ich glaube, um die 20 Euro gekostet. Und da werden wir die Züge schön selber machen. Muster haben wir ja da. Die alten Züge sind ja da. Die kann man vermessen, Innenzug, Außenzug, und kann die genauso wieder herstellen. Und dann machen wir die dran, sind mit 20 Euro dabei. Ein Komplettsatz Bautenzüge für die Wiki kostet sonst 80 Euro. Das ist eine ähnliche Geschichte wie mit dem Benzinhahn. Ist natürlich toll, wenn man es original hat und ja, 100 Pro passend zum Mofa, Moped. Aber naja, ich finde, da muss man auch die Kirche im Dorf lassen. So hätte ich jetzt für einen Benzinhahn und einen Satz Bautenzüge schon mehr ausgegeben oder fast so viel ausgegeben, wie das Mofa mich gekostet hat, ja, das Moped. Einen kleinen Exkurs mit diesen Bautenzügen, wie man die leicht und einfach selber machen kann. Also, was ihr braucht, ist natürlich den alten Bautenzug bzw. Das genaue Maß von dem alten. Deswegen ist es gut, wenn man die beim Ausbau erstmal aufhebt, auch wenn sie kaputt oder gebrochen sind. Dann braucht ihr Bautenzughülle. Also für Mofa und so weiter sind das meistens 5 mm Bautenzughüllen, das heißt außen 5 mm. Dann braucht ihr diese Käppchen dazu. Bautenzug-Endkappe, da müsst ihr auf den Durchmesser achten, da gibt es verschiedene, also 5 mm passt dann halt auf 5 mm Zug. Was brauchen wir noch? Bisschen Öl, also ein harzfreies Sprühöl mit so einer feinen, ja, mit so einem feinen Ding vorne dran, mit so einem feinen Sprüher. Ja, was brauchen wir noch? Okay, also ich habe jetzt hier bei diesem Zug hier, ist der Kupplungszug von der Wiki beispielsweise, der hat hier zweimal Birnennippel auf jeder Seite. Und das verhält sich hier folgendermaßen. Der hat an der Motorseite hier sowas zum Einhängen. Also da wird quasi der Nippel nochmal in einen anderen Nippel eingehängt. Das kann man natürlich nur wieder herstellen. Zwei feste Nippel auf vorne und hinten, wenn man das löten will oder kann. Ja? Die Möglichkeit habe ich jetzt nicht. Deswegen gucke ich, was sieht geschraubt in etwa so aus wie dieser hier vom Durchmesser und von der Länge her. Und da passt der hier ganz gut, abgesehen von der Schraube da hinten, die aber in dem Fall gar nicht stört. Ist der gleiche Umfang, gleiche Länge. So kann ich dann auf den blanken Zug diesen Nippel drauf machen und brauche das hier in dem Fall nicht. Okay, also ich nehme Maß, halte das hinten an. Ich mache zuerst den Außenzug. Halte das hinten an. Wenn die Kappe noch drauf ist, nehmt ihr bis
zum Ende, also die Kappe mitrechnen in der Länge. Zieh das hier so ein bisschen, halt das dann mit der anderen Hand fest bis hinten hin. Da kommen wir dann wieder an die Kappe, nämlich da. Nehmen einen scharfen Seitenschneider und schneiden an der Stelle ab. Nicht zu lang, nicht zu kurz. Lieber nochmal nachgucken. Zack, einmal per Herz durchschneiden. Fertig, den Außenzug habt ihr jetzt schon. Die richtige Länge. Jetzt nehmen wir den Innenzug, also das Drahtseil. Wenn man es denn findet. Ach so, ja, da wollte ich neue nehmen. Das sind die hier. Das ist jetzt ein ganz normaler Fahrradzug tatsächlich. Also der hat vorne einmal Birnennippel und einmal Tonnennippel, sagt man dazu. Ja, das ist dieser, der aussieht wie eine kleine Tonne. Also ihr nehmt bitte für einen Gaszug. Das sind jetzt Maße, die eigentlich verbindlich sind für fast alle Mofa-Typen. Für einen Gaszug, der hat immer einen mini ganz kleinen Nippel dran. Durchmesser 1,2 mm. Für Kupplung, Schaltung 1,5 bis 1,6 mm. Und für die Bremse, weil die am wichtigsten und am stärksten beansprucht wird, 2 mm Durchmesser. So. Jetzt nehmen wir Maß hier für den Innenzug. Wir nehmen an der Birnenseite hier, nehmen wir Maß. Können wir auch hier mal ganz durchstecken, dann geht es ein bisschen einfacher. Ziehen das wieder so lang. Um alle Kurven rum. Bis ans andere Ende. Bis wir wieder bei der Birne sind. Ihr nehmt immer ganz bis an den Schluss. Gucken, dass wir die richtige Seite abschneiden. Ja, das passt. Zack. Einmal beherzt durchschneiden. Fertig. So, jetzt habt ihr innen und außen schon komplett. Alles, was wir jetzt nicht mehr brauchen, können wir weglegen. So, dann als nächstes gibt ihr erstmal in die Hülle hier ein bisschen Öl rein. Also am besten einmal durchziehen so. Auf der anderen Seite auch. Das macht ihr besser, bevor die Kappe drauf ist, sonst kriegt ihr dieses Röhrchen da nicht so schön rein. So. Dann nehmt ihr die Endkappe auf der einen Seite drauf. Schaut euch den Zug nochmal an. Wenn der vorne sehr vom Schneiden sehr zugedrückt ist, dann könnt ihr den prima auf der Scheibe vom Schleifbock auch nochmal ganz kleines bisschen machen. Bisschen anschleifen hier, wenn da so gerade dran sind, sonst reißt ihr euch den neuen Zug gleich kaputt. Ich mache das gerade schnell. Sieht schon gleich besser aus. Ja, das sieht gut aus. Okay, also weiter geht's. Kappe drauf.
Dann nehmt ihr nochmal den Seitenschneider und macht mit der Spitze vorne, umfasst ihr den einfach so in der Hälfte etwa und macht hier so einen kleinen Kniff rein. Einmal zack hinten zudrücken, dann sieht es so aus und dann fällt er auch nicht mehr raus. So, an der Stelle können wir jetzt den Bautenzustand durchschieben. Wenn ihr es richtig gemacht habt, fließt dann auch hinten ein bisschen Fett raus oder Öl beziehungsweise. So, auf der anderen Seite das gleiche nochmal. Kappe drauf. Einmal kurz eindrücken, zack, und dann hält der auch. So, an der Stelle hier setze ich jetzt einfach diesen Schraubnippel oben drauf. Da müsst ihr gucken, die gibt es in hunderten verschiedenen Varianten und es gibt eigentlich, kann man bis auf diesen Birnennippel, meine ich, der ja wenigstens auf einer Seite fest sein muss, kann man alle Züge durch alle Schraubnippel durch Schraubnippel ersetzen, ja? Das geht ganz wunderbar. Da habt ihr euch das Löten gespart und ihr seid dann auch, ja, was die Länge angeht, immer ein bisschen flexibel, ne? Ihr könnt ihr also auch noch mal nachstellen, ohne dass da gleich was fehlt. So, das war's. Fertig ist der Zug. So könnt ihr also für jedes Mofa, wenn ihr so Exoten habt, wo keine fertigen Züge zu kaufen sind, könnt ihr das so kostengünstig selber machen. Ja, weil manchmal gibt es auch keine. Ich mache sie sogar auch für die Herkules Prima meistens selber. Die Maße, die hat man irgendwann im Kopf. Und ich kaufe diese Zughüllen als Meterware. Und ja, da kommt ihr auf einen ganzen Satz Züge vielleicht irgendwo, sag jetzt mal 15 Euro vielleicht. Da, so kommt das irgendwie hin. Okay, Leute, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht, der kleine Exkurs Bautenzüge. Jetzt geht's aber weiter mit der Wiki.